Ich versuche das Ganze jetzt ein wenig schneller zu machen. Kann man das mitnehmen? Nein. Okay. Danke, Viech. Timing Event? Eher nicht. Oder? Was geschieht, wenn man hier rauf? Nichts. Ich tippe darauf, dass man hier irgendetwas abfangen muss. Oh. Zu spät. Okay. Noch ein Versuch. Versuchen wir hier mal schon die Distanz etwas größer zu halten. Das war schon besser, aber knapp daneben ist auch vorbei. Also kann man den noch irgendwie näher ranziehen? Nein. Also andere Option, wie es eventuell machbar ist. Und auch so machbar sein wird. Gut. Mal schauen, wo wir denn mit dem angekommen sind. Pop, pop, pop. Oh, was für ein Wunder. Jetzt mal schauen, was es hier so zu tun gibt. Ach, der geht jetzt immer auf und zu, dank dem. Dann glaube ich, muss man den hier aufzwingen. Keine Ahnung, was das bewirkt. Oder nein, der muss hier runter. So, das sollte dann wohl die beste Lösung sein. Und mit dem kommen wir dann hier auf rauf, was wir sonst wahrscheinlich nicht getan hätten. Und da haben wir ein riesen Zahnrad. Aufsteigen! Und los geht die Party! Komm, ich will hier rüber. Hier rauf und hier rauf. Ach, ich glaube, der muss damit kommen.
Nein. Dann käme ich auch nicht mehr raus. So, da ist dann hoffentlich für dies hier gedacht. Für etwas ist ja hier eine Leiter da. Also gut, das ist durchaus so gedacht, dass da noch eine Kiste kommt. Und ich mit der Kiste zusammen da runter gehe. Und diese Leiter ist dann wohl für die, die das verpasst haben. Kiste, geh du mal vor. Ich nehme den Weg des Überlebens. Hops. Muss die Kiste da drauf? Das ist ja nicht schaffbar auf diese Art. Ich schau mal nach, vielleicht gibt es ja sonst noch irgendwo irgendwas. Also hier ist nichts mehr vorhanden. Ich bezweifle stark, dass ich hier auch wieder zurückkomme. Aber die Zweifel waren nicht berechtigt. Hier hat es noch eine Kiste und die muss hier drauf. Die sollte sich dann von selbst abladen und ich komme hier auch weiter. Also alles total in Ordnung. So. Okay, der bewegt, dass das Teil hier über die Stromleitung fährt. Bewegt es auch, dass der wieder zurückkommt. Gut, so schon. Ich glaube, ich muss den zuerst einmal ein wenig anwackeln, damit der dann auch die richtigen Schwingungen hat, wenn ich komme. Natürlich sollte ich nicht loslassen dabei, das wäre von Vorteil. Also gut, ich muss schauen, dass der gerade in meine Richtung schwingt. Oder halt einfach, dass er genug schwingt. Jetzt kommt wieder das gleiche Schaukelspiel an die Reihe. So. Und die Zahnräder greifen in sich zusammen und das geschieht jetzt. Die Welt rotiert sich. Beziehungsweise das Teil, wo ich